Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Ich habe es jetzt geschafft. Buchenfeuersteine. Ich habe es jetzt geschafft, die Manticore einzeln rauszuziehen. Es hat ziemlich lang gedauert. Aber wir haben es geschafft, den Seelenfels zu aktivieren, der uns wahrscheinlich bei der nächsten Gelegenheit wieder abgenommen wird. Hust, hust. Hier sind noch mehrere und hier kann ich nicht vorbei, ohne dass ich die besiegen muss. Ich versuche sie wieder einzeln rauszuziehen. Ich fürchte, dass es mir nicht gelingen wird. Wenn es nicht der Fall sein sollte, dann machen wir einen Feuerschlag hier. Ich hoffe, die andere kommt jetzt. Die andere kommt natürlich mit. Ah, ich hasse es. Mann, ey. Und Feuerwelle. Ich habe übrigens gemerkt, dass die Viecher, dass die Viecher Feuer können. Die können, einen Feuerschlag. Ich friere dich mal ein. Ich habe keine Lust darauf. Hau auf ihn drauf. Schon danke. Boah, das ging. Oh fuck. Nein, 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 nein. Ah! Lasst uns in Ruhe. Haut ab! Lena, schneller! Und natürlich sehen die mich. Hau ab! Hau ab! Ja, macht meinen. Ich dachte schon, die laufen jetzt zurück. Okay, muss ich mich wieder verstecken, Mensch. Ich hoffe einfach, die lassen jetzt einfach meinen kleinen Seelenfels hier in Ruhe. Das wäre super. Wenn nicht, dann ja, habe ich halt Pech gehabt und ich muss wirklich überleben bis zu dem Elfenmonument. Juhu. Ich freue mich drauf nicht. Ja, am Anfang ist die Karte ziemlich nervig, aber sobald man mal eins der Monumente erreicht hat, geht's eigentlich relativ einfach. Ja, hier sind die Feuersteine. Lava-Golem. Ich schätze mal, hier ist der zweite Wächter oder so. Kuliprak vielleicht. Gror und Ar, die Bestie. Elena! Boah, Mann, ey, Frau! Mann, ey, Frau! Mann, Frau! Lass uns doch einfach in Ruhe. Lasst meinen Seelenfels. Könnt ihr ihn? Lasst ihn in Ruhe. Nein. Lasst ihn in Ruhe. Nein, lasst meinen Seelenfels! Bitte geht hoch. Bitte geht hoch. Bitte geht hoch. Warum geht ihr nicht hoch? Ihr Deppen! Ach so, hier ist der Aufgang. Sag bloß, die sehen mich. Oh fuck. Warum sehen die mich jetzt? Warum? Natürlich machen die meinen Ein Monument wird angegriffen. Seelenfels kaputt. Ich weiß, dass das Monument angegriffen wird. Warum haben die mich jetzt gesehen? Frage ich mich. Warum bleibt er stehen? Warum könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Okay, ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen, ich habe das Spiel, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Ja, die machen jetzt meinen Wir Seelenfels. haben ein Monument verloren. Ja. Ach so. Der wollte ihn auch kloppen, aber hat sich entschlossen, nö. Lass ich mal die anderen machen. Okay. Dann warte ich jetzt noch, bis die anderen Idioten da weg sind, die meinen schönen Seelenfels. Ich werde den wieder aktivieren, Leute. Es ist euch schon klar, ne? Ihr könnt den so oft verkloppen, wie ihr wollt. Es ist mein Seelenfels und den werde ich wieder aktivieren, sobald ihr da weg seid. Lena! Lena ist so ein Idiot, ne? Du lässt unsere ganze Tarnung noch auffliegen. Mensch. Haut ab, bitte. Okay, hier ist es scheint so ein Durch in so ein Rundgang zu sein. Um Aonirs Felsen herum. So. Jetzt dürften die mich eigentlich nicht mehr sehen. Es macht mir echt Angst mit den Patrouillen, aber ich glaube, die nächste Patrouille müsste ich eigentlich abpassen können.
Ich glaube, das ist immer, die gehen immer so rundherum. Das sind irgendwie ein paar Patrouillen, die immer so rundherum gehen. Von Lager zu Lager und gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja, okay. Dann aktiviere ich wieder den Seelenfels und es geht weiter. Solange sie meinen Seelenfels da unten am Portal lassen. Ich glaube, der Abgrund hat nämlich auch nur eine Verbindung. Und zwar halt wieder zurück nach Shaldun, wenn man der Karte richtig Glauben schenken kann. Okay, wir laufen jetzt weiter. Die nächste Patrouille müsste eigentlich noch nicht da sein. Wenn doch, dann muss ich mir was ausdenken, weil dann hat die einen richtig blöden Rhythmus. Vielleicht, weil ich den Rhythmus durcheinander gebracht habe. Egal. Das ist blöd. Ich glaube, ich laufe so. Dann kann ich besser sehen. Bitte lasst hier keine Manticores sein. Tab-Taste? Nee, hier ist nichts. Gut. Dann laufe ich mal weiter einfach. Hier ist ein Wildschwein. Ich dachte schon, hier wäre was Böses. Hier ist ein Manticore. Muss ich hier lang? Nee. Ich glaube, ich muss hier nicht lang. Ich laufe einfach mal hier unten weiter. Und mal sehen, was hier noch so kommt. Aha! Ich hab's geschafft! Juhu! Ich bin angekommen, wo ich wollte. Okay, sind hier irgendwelche Feinde? Ich gehe hier erstmal das Feld absuchen, ist ja klar. Hier ist etwas. Hier ist etwas. Also hier scheint wirklich ein Fleckchen grüner Landschaft zu sein. Okay, das Monument ist abgeschottet. Das ist gut. Es gibt nur einen Weg zum Monument. Es gibt hier einen riesigen Weg. Habe ich denn schon die Runen? 12, Stufe 14. Ja, gut. Hier scheint nichts zu sein. So wie es aussieht. Diese Kreaturen. Es muss etwas geben, was sie verletzen kann. Lena. Okay. Questbuch wurde aktualisiert? Nutzt die Schwächen der Gegner. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, Leute. Hier ist ganz viel Holz, aber... Oh je, ich werde jetzt speichern natürlich, bevor ich das Monument aktiviere im The Abyss. Und... Ja, los geht's, würde ich sagen. So, ich weiß nur nicht, wohin ich mich stellen soll. Ich stelle mich einfach mal hier hin, auch wenn ich wahrscheinlich sterben werde. Okay, hackt mir mal nur hier hinten Holz, weil ich werde natürlich sofort einen Förster bauen, sobald ich kann. Die Rune ruft, wie ihr wollt. Also, was ich jetzt rushen werde, ist eine... Oh Gott, ich hoffe, die laufen jetzt nicht auf mich zu. Ist eine... Okay, die laufen hier unten lang, alles klar. Bitte lauf. Die laufen dahin lang. Okay, ich bin geschützt, so wie es aussieht. Zumindest vor den, Zur Stelle. Vor den... Dings. Also ich werde auf jeden Fall einen Bärensammler machen. Ja, was ich jetzt rushen werde. Holzfällerhütte, kleines Haupthaus, Förster. Damit ich hier einen Wald aufbauen kann. Was ihr wollt. Ich werde mir dann auf jeden Fall eine Holzfällerhütte erstmal bauen. Okay. Gut, dann bin ich ja fürs erste Mal geschützt. Und 50. Holzfällerhütte. Wo führt es eigentlich hier hin? Hier muss ich, das muss ich auf jeden Fall hier abdecken. Die Rune ruft? Ihr baut mir dann ein kleines Haupthaus. Achso, die bewegen sich nur. Gott, nee. Ich glaube, hier unten
Ich latsche erstmal hier oben hin, weil ich glaube, hier unten droht mir jetzt keine so große Gefahr wie jetzt hier oben. Das Bauwerk ist vollendet. Das Bauwerk ist vollendet. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich doch. Was ist euer Begehr? 100 Holz brauche ich dafür. Förster ist wirklich, ja, ein kleines Haupthaus für. Das Haupthaus baue ich dann hier hin und hier baue ich dann den Förster hin, damit die hier direkt pflanzen können. Oh je, das wird was, Leute. Ich werde auf jeden Fall ein paar Eismagierinnen machen, die sind immer gut. Und viele Windschützen und Druiden. Ist ja klar. Ich könnte natürlich auch einen Bärensammler... Nee, ich muss ein kleines Haupthaus rushen. So, wir sind jetzt quasi einmal fast rumgegangen. Weil hier ist ja dieses eine Dunkelelfenlager und hier in der Mitte ist der Fialdark irgendwo. Da irgendwo wird... Ja, macht mein Joseenfels kaputt. Ich habe hier meinen eigenen... Baut, 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 schaffe, schaffe, Häusle, baue. Ups. Und die denken sich nur so, ja, macht mal. Macht einfach mal. Lenia-Sammler werde ich auch rushen, damit ich genug Lenia habe. Und, ach, Bärensammler natürlich. Bärensammler und ihr wisst schon was, ein Nahrungslager. Genau. Nahrungslager. Ihr werdet meine Bärensammler. Das Bauwerk ist vollendet. Zwar hier. Zur Stelle. Und dann jetzt bitte den Förster. Jetzt. Danke. Lauft weiter. Vielen Dank. Puh. Okay. Also ich bin jetzt, wie gesagt, immer noch etwas gestresst. Aber ich bin guter Dinge, dass es eigentlich jetzt laufen wird. Boah, die bauen den Förster ganz schön schnell auf. Hier ist ein Büffel. Ich werde kein Jagdhaus bauen, weil die wieder dann in alle Richtungen ausschwärmen werden. Das Bauwerk ist vollendet. Okay, ihr baut mir dann jetzt eine Waffenkammer und ein Nahrungslager. Denn das brauche ich ja auch alles, ne? Zur Stelle. Ich hoffe, es kommen wirklich keine Patrouillen von den, wo ist es? Nahrungslager? Ah, genau, eine Sägemühle. Ist ja auch noch. Dann habe ich mehr Holz. Baut ihr mir eine Sägemühle und ein Nahrungslager und ich baue währenddessen noch ein paar weitere Elfen. Man kann nie genug haben. Sage ich immer. Und das stimmt ja auch. Emerald bleibt einfach mal hier stehen. Ich weiß gar nicht, ob es hier ein Heldenmonument gibt. Ich glaube aber nicht. Ja, der Kampf mit dem Fialdark wird hart. Das weiß ich. Das weiß ich schon direkt. 1050. Hier ist nicht so viel Lenia, leider. Hier ist viel Lenia. War hier unten nicht noch? Nee. Okay, Sägemühle ist gleich fertig. Ja? Sie ist jetzt fertig. Nahrungslager bitte. 150 bräuchte ich. Sprecht. Nee, baut mir jetzt noch keinen Lenia-Sammler. Ich brauche was ihr wollt. Für mein Nahrungslager. Wunderbar, die Holzproduktion ist angekurbelt. Ich liebe diesen Kreislauf. Und Nahrungslager. Es ist mir eine Ehre. Und die drei sind dann meine die Rune ruft. Ja, Dingsbauer. Mann, ich vergesse halt wieder die Worte. Türmebauer. So. Mein Handy. Nicht beachten, bitte. So, ihr sammelt mir dann Lenia hier. Das scheint mir die einzige Quelle zu sein, die momentan für mich brauchbar ist. Später werde ich dann noch die hier erschließen. Echt so wenig Lenia, das ist echt... Wenn, dann müsste ich halt hier rüber. Aber das ist ein bisschen gefährlich. So, Lenia. Und ihr baut mir dann das mittlere Haupt aus. Ja. Aber Leute, ich würde sagen, ich werde jetzt diesen Part ein bisschen abkürzen. 15 Minuten nur. Weil ich jetzt
meine Siedlung aufbauen werde, meine Armee ein bisschen aufbauen werde. Und dann werde ich direkt einsteigen, wenn ich quasi mit dem Plot weitermachen kann, wenn ich meine Quest in Angriff nehmen kann, die ich ja jetzt habe. Ja, die Feuerwände, die vier Viecher hier besiegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Spellforce The Breath of Winter. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.